Just in dem Moment, wo er in dieser Kurve dort ankommt, seid ihr wieder zu dritt. Ja, habt ihr euch jetzt sozusagen getroffen. Und deswegen könnt ihr ein Feld noch weiter gucken, weil das Feuer an ist. Ihr könnt euch hier irgendwie einen Würfel drauflegen oder so, damit ihr wisst, wo ihr seid. Okay. Ist jetzt nur so eine Idee. Bis in 16. Nee, wir sind in der Kurve und können das sehen. Ihr könnt zwei Felder weit sehen. Okay. Und ich laufe unbewirrt weiter. Du läufst einfach weiter. Wir laufen hinterher. Irgendwie ist das doof. Ja, wir brauchen gleich ein bisschen Platz, wie es aussieht. Warum liegt hier eigentlich Knete? Das ist Kradiergummi. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, das ist Kaugummi. Du brauchst es nicht. Ach, egal. Wenn du es machst. Wir laufen weiter. Ihr lauft weiter. Während wir dann weiterlaufen, weil es ist gerade ein Geistesblitz. Ich gucke mich mal ein bisschen in dieser kleinen, gebückten Höhle. Also ich, gebückt rum. Ja, also dir fällt auf, dass ja an... Es wurde offensichtlich gearbeitet, gehackt an den Wänden. Und ab und zu mal fallen ja auch noch so grüne und lilane Flecken auf, die anscheinend sind das die gleichen Quarze, die er da schon gefunden hat in der Truhe. Okay. Ich rufe ein erneutes Hi-Ho! Ja. Als Bergmannsgruß sozusagen. Ja. Du hast wieder. Hier hinten! 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 Ich glaube da hinten! Der Blick wird immer länger. Hinten. Das war eine merkwürdige Höhle, ein riesiger Gang, gerade immer tiefer in den Stall. Ne? Offensichtlich haben die Zwerge irgendwo lang gebuddelt. Ihr geht immer weiter und immer weiter. Ja, scheiß drauf. Eigentlich braucht ihr gar nicht wissen, wo ihr seid. In dem Moment. Ja. Ist doch egal, dann wissen wir zumindest, wie die Höhle aussieht. Ja. Nee, warte mal, wenn wir zwei Felder vorsehen können, müssten wir eigentlich hier schon sein. Wir sind schon da, genau. Okay. Okay. Es geht immer weiter. Ich habe das Gefühl, es wäre Eile geboten, aber ich bin... Ich habe keine Lust. Ich möchte mal eben neu laufen. Langsam wird es ein bisschen langweilig, ja? Ja. Ich gebe die Dinger jetzt einfach so raus. Und dann natürlich. Und dann darf ich es mir aus. Das ist gleich dann für die Kreuzung. Mhm. Okay, ja, wir gehen jetzt hier hin und dann kommt die Kreuzung und. Genau. Ja. Sicher, dass das. Aber wenn wir dann hier stehen, müssen wir ja eigentlich in alle Richtungen gucken können. Ja, theoretisch auch, ne? Ja, das schon. Okay, und da wir... Ne, zwei Felder können wir nicht... Doch, zwei Felder können wir gucken, aber nur... Ich würde sagen, hier. Mal so, oder? Mir ist das egal. Ja, der Weg, der naja, blitzt die ganze... Das kann ja, da kann ja... Du weißt es ja nicht, du kannst ja nicht entscheiden, wenn du vor der Höhle bist, wie die dann aussieht. Wir laufen ja den Zwergen nach, das heißt... Zwerg, wo gehst du lang? Wir müssten vielleicht sondieren, wo das Echo herkommt. Ich sehe zu meiner Linken, dass wir auf eine Wand zulaufen würden. Deshalb gehe ich geradeaus weiter. Warte, wo ist es denn? Ich hatte es doch gerade drüber nach. Nee, es gibt's hier gar nicht. Das ist hier. Ach, gibt's gar nicht. So. Da ist das Feld. Gut, halt, das geht jetzt aber nicht, weil wir können zwei Felder weit gucken, dann hätte ich auch auf der anderen Seite die Wand gesehen. Schon. Also okay, gut, ich sehe zu meiner Linken und geradeaus, dass wir auf eine Wand zulaufen. Okay. Ich gehe nach rechts. Ruf nochmal alleine her, ho, sage ich. Wir gehen ein Feld weiter, weil wir uns jetzt für rechts entschieden haben. Und es geht irgendwie immer weiter auf deinen Charakterbogen zu. Also es hat irgendwas mit dir zu tun. Ja, wir gehen. Heimda, ruf nochmal ein Hi-Ho. Hi-Ho! Oh, das war laut. Ja, wir gehen weiter, können einen Schritt weiter sehen. Es wird näher? Ja, es wird tatsächlich immer näher. Er klingt gelangweilt. Vielleicht ist er auch ein fauler Sack. Jetzt hast du den ganzen Krab schon weggenommen. Ja, okay. Ja, jetzt kommt das letzte Feld. Wir sind nicht mehr da. Okay. Kann ich wieder wegpacken. Hey. Ihr seht dort so eine kleine Vereinigung. So. Also ein Zwerg müsste drunter durchkriechen. Ihr natürlich auch da durch. Die müssten robben und ich müsste kriechen. Ja, sowas in der Richtung. Also es ist eine Vereinigung von oben rot. Also es geht nicht besonders gut weiter, aber von dort kam ja ungefähr, aus dieser Richtung kam ja dieses Hilfe. Das fühlt sich an wie zu Hause. Ich krieg da durch. Okay. Ja, du kommst auf der anderen Seite an. Wir folgen. Ich folge. Ihr kriegt nacheinander durch, ihr kommt auf der anderen Seite an. Und ihr seht dort einen Zwerg. Hey, Johnny, pass mit der Fackel auf. Mein Hintern ist brennbar. Ich geb die Fackel unten durch.
Ja. Okay, also ihr seid jetzt dort und ihr seht, da liegt offensichtlich ein verletzter Zwerg. Bruder, was ist passiert? Oh, wer bist du? Ich bin Heimdall, der rote Bär. Sie haben mich verfolgt. Und wer? Wer sind sie? Banditen. Und wir haben gekämpft und sie haben mich getroffen. Ich bin geflüchtet hier in die Höhle und dann haben sie mich eingesperrt. Aber der Gang war offen. Nein, der war zu. Wir sollten etwas tun, wir müssen ihm helfen. Hat einer von euch Hilfe? John, was ist mit dir los? Er könnte wertvolle Informationen haben. Tod nützt ja uns weniger als lebendig. Ich habe Erste Hilfe. Zeig mir deine Wunde, Bruder. Was hast du denn Erste Hilfe? Gar nichts, aber ich habe Chirurgie, ich kann die Wunde nähen. Ach stimmt. Hör zu, mein Zwergenfreund. Bruder im Geister. Ich lege hier nur schon einige Tage. Dafür siehst du noch gut aus. Ja, ich weiß, aber gut. Ich habe deine Zwergmütze. Also er hat offensichtlich hat er richtig, richtig dolle Schmerzen. Hat sich zwar schon dran gewöhnt, aber es tut halt immer noch weh. Mhm. Und sie haben mich am Rücken getroffen beim Weglauf. Oh. Das ist sehr unehrenhaft, Bruder. Ja, diese Schweine. Ich brauche was zu trinken. Nein, unehrenhaft von dir, weil wenn man den Rücken getroffen wird, hat man sich nicht in den Kampf gestellt. Nee, auf der Flucht. Einfach von hinten irgendwie angegriffen. Ja, aber das ist ja unehrenhaft. Ein Zwerg flieht nicht. Wir sind Krieger und Schmiede. Das ist ein Chinesisch. Deshalb sage ich ja sehr unehrenhaft. Das ist ja egal, muss ja keine Wertung sein. Also ich gucke mir erstmal, also ich weiß nicht, sehe ich seine Wunde? Ich stehe davor, aber zeig mir deine Wunde, ich kann sie nähen. Das kann mich nicht bewegen. Okay, dann. Ich packe meinen Schmiedehammer weg und drehe den Zwerg um. Okay, du drehst so. Okay, er ist noch nicht tot. Er kriegt einen Orgasmus. Es hat ihm offensichtlich ziemlich doll wehgetan. Er ist deswegen jetzt ohnmächtig geworden. Jetzt hält auch plötzlich seine Klappe. Okay, ich werde jetzt erstmal die Wunde nähen. Warte. Bei der Axt. Ich habe in Erste Hilfe 2. Okay. Und ich guck mir erstmal an. Was für Verletzung? Ja, also wie die Wunde ist, ob nähen was hilft oder ob der gleich einen Löffel abgibt. Ja, so, da liegt jetzt schon eine Weile in der dreckigen Höhle. Also er wird es nicht überstellen. Und das ist zumindest erschwert dann sozusagen. Also. Upsi. Jetzt mit einer Kenntnis von 2 in Erste Hilfe würdest du sagen, dass sich die Wunde wahrscheinlich in der Zwischenzeit schon ziemlich bitter entzündet hat. Ja, gut. Okay, dann. Geh beiseite, Wolfsjunge. Ich werde jetzt, also das gehört ja dann da dazu. Ich nehme einen von meinen Kopfkissenbezügen, die ich noch nicht verwendet habe, wisch über die Wunde, um die ein bisschen zu reinigen und dann fange ich an, die zu nähen. Au. Mit meiner Chirurgie von 10. Womit nähst du die? Ja. Mit Leinen aus einem anderen Stoffbezug. Ach so, mit Bettbezug. Ja. Sozusagen. Okay. Also ich nehme den einen Bettbezug, der mit dem ich die Wunde gewischt habe. Bettnägel. Der ist ja so. Das ist ja so doppelseitig. Mhm. Ja klar, weil eine Seite und die andere Seite das. Aber du hast doch gar keine Nadel, oder? Oder du kannst es als Bandage nehmen zum Beispiel. Ach so, ja. Das würde vielleicht gehen. Okay. Hat einer von euch eine Nadel? Nein. Eine Nähnadel. Ich habe Meißel. Und Holzbesteck. Was seid ihr für Menschen? Ihr seid ja gar nicht vorbereitet. Aber du hast die Wunde so, ich hab so die, weit sauber gemacht. Ich habe die Wunde gereinigt und nehme den auch nicht, weil nehme den Kopfkissenbezug auseinander. Zwirbel den dann so und verbind ihm dann mit einer festen Druckbandage, was er mit meiner Chirurgie auch wüsste, wie das geht. Ja, nee, das kriegst du. Und dreh ihn dann wieder um. Mhm. Okay. Hat die Augen zu. Also setz ihn so aufrecht hin, dass er auf dem Hintern sitzt und mit dem Rücken an der Wand, sodass auch die Wunde nicht so belastet ist, weil das weiß ich als Chirurg halt. Ich bin zwar doof, aber das weiß ich als Chirurg. Setz ihn so hin und sage: Jetzt müssen wir ihn vorsichtig wecken. Ich empfehle brüllen. Und ich guck so fragend in die Runde, weil ich schon gemerkt habe, dass die Menschen da nicht so ganz meine Auffassung sind. Ich halte meine empfindlichen Ohren zu. Ja, ich
Ich folge dem Rat. Ob du darfst. Ich folge dem Rat. Ich stelle mich aufrecht vor ihn hin, hole tief Luft, mein Brustkorb hebt sich, mein Bart schwillt ein wenig, weil mein Hals da so mit meiner Rüstung gegendrückt, also so, ja. Okay. Und drücke mit all meiner Körperkraft mein Körper nach vorne, sodass mein Gesicht nur Zentimeter von seinem Kopf entfernt sind und sage, wach auf! Er wacht nicht auf. Ich habe alles versucht, er ist verloren. Lebt er noch? Naja, sehen wir, dass er atmet? Können wir den Puls untersuchen, ob er noch lebt? Kannst du machen. Mach ich. Wenn du irgendwas auf Medizin hast. Gibt es auf Erste Hilfe, medizinisches? Eins. Ja, da kriegst du es reicht für die Erste Hilfe. Jetzt gucke ich ja auch schon nach, ob sowas gibt. Das sehe ich doch nicht. Kann niemand pulsen? Was gibt es unter Erste Hilfe mäßiges? Erste Hilfe. Erste Hilfe. Und Chirurgie gibt es. Ah ja, Erste Hilfe. Ja, gut, mit Erste Hilfe. Du weißt schon, dass es sowas wie einen Puls gibt und du versuchst, aber du findest. Gerüchteweise. Du findest aber keinen Puls. Oh, irgendwie. Kannst du Puls finden? Weiß ich nicht. Ich habe Erste Hilfe. Ich habe von so einem Puls gehört. Puls. Du weißt, dass es einen gibt, du hast keinen gefunden. Das ist schwierig. Offensichtlich ist er ohnmächtig du? Geworden. Der hat doch schon. Wenn er noch lebt, hat er einen ziemlich schwachen Puls. Okay. Also du findest ihn einfach nicht. Ich denke, jener Medikus brachte mir bei, dass es eine Möglichkeit gäbe, herauszufinden, ob Menschen noch leben oder nicht. Es ist ein Zwerg. Oder Zwerge. Oder andere Lebewesen. Und? Was sagst du? Lebt er noch? Ich kann es nicht sagen. Mehr brachte mir der Medikus nicht bei. Eure menschliche Medizin ist schlecht. Deine? Wir Zwerge sind wie Felsen. Behandelt ihn wie ein Steinmetz. Das heißt, ich soll draufhauen. Nein, ich versuche weiterhin ihn zu wecken, und zwar indem ich ihm, und da nur für dich als Hinweis schon mal, kommt ja mein Haut drauf dann noch mit dazu, ja, nur falls du dir da irgendwas lustig ist. Nein, ich habe ihn ja chirurgisch behandelt, da habe ich ja einen Hammer schon weggepackt. Ich versuche ihm einen sanften Klaps ins Gesicht zu geben. Brich ihm nicht das Gesicht. Ich sollte es auch nicht machen. Würfel mal ein W6. 6, er ist tot. Nein, das wär ein kritischer Misserfolg dann in dem Fall, oder? Das ist jetzt tatsächlich für Schaden. Ja, also du hast ihn schon ordentlich eine gewatscht. Aber du würdest sagen, ein Zwerg hält das aus. Ja, ein Zwerg hält das aus. Aber regt sich nicht, der ist umgefallen. Liegt jetzt auf der Seite. Ich heb ihn wieder hoch. Hat irgendjemand Wasser dabei? Nö. Ich habe Getreide. Was seid ihr für Menschen? Ihr seid nicht vorbereitet. Du hast auch kein Wasser. Ich schwitze, das reicht. Natürliches Quellwasser. Heimdall, ich glaube, wir können für deinen Zwergenbruder nichts mehr tun. Wir können ihn raustragen aus der Höhle. Und ins Bett legen. In ein ganzes Bett. Können wir machen. Also. Wir Zwergen helfen uns, auch wenn dieser hier ein Feigling ist und sich beim Fliehen in den Rücken hat schlagen lassen. Vielleicht ist er gar kein Kämpfer, sondern Politiker. Die einzige Zwerg. Politik, die die Zwerge kennen, ist die Axt. Oder das Schwert für die Mädchenhaften. Ja, ich denke ernsthaft drüber nach, ob ich nicht einfach wieder rausgehe. Mhm. Weil also ich hole mir jetzt OT mal noch so eine wirklich köstliche Dr. Pepper. Okay. Also ich überlege, weil wir können ja offensichtlich nichts mehr für den Zwerg tun. Ob ich rausgehe. Hör auf. Hatte irgendjemand meinen Untersetzer? Ach da. Ja. Das ist ganz lieb. Danke. Hat ich weggepackt. Okay, geht wieder raus. Ich überlege erstmal. Achso, du überlegst erstmal, ob du wieder rausgehst. Darf ich einen Würfel werfen? Und du sagst, ob ich rausgehe oder nicht? Sag einfach, ob du wieder rausgehen möchtest oder nicht. Ja, also. Im Prinzip. Im Prinzip, da ich bei der Höhle was vergessen habe, können wir auch die Blätter wieder wegräumen. Okay, also ich die Höhle vernichtet sich. Ja, das ist jetzt gerade eingefallen. Sie ist zernichtet. Zernichtet. Also, ich gehe mal davon aus, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, die beiden gehen jetzt vor und raus. Ja? Sie wissen es noch nicht genau. Also ich krabble wieder zurück. Okay, ich krabble auch zurück. Also wir stehen jetzt aber noch vor der Verengung, dass der Zwerg drin noch ein bisschen was sieht. Dass er ihn dann durchgeben kann. Ja. Ich ziehe meinen Zwergenkollegen an den Armen.
Weil es so niedrig ist, kann ich ihn ja nicht schultern, an den Armen, Bauch links aber, weil am Rücken seine Verletzung ist. Oh, ja. Das haben wir gekriegt. Bauch links, den Höhlenboden entlang, und gehe zuerst aus dem Ausgang raus, also krabbel raus und ziehe dann an seinen Armen, dass ich ihn rausziehe. Stößt sich den Kopf, aber... Ja. Wie kann er sich dann das ab? Wie kann er sich den Kopf stoßen, wenn die Verengung von oben ist und ich ihn unterm Boden lang ziehe? Ja, er ist noch so ein bisschen aufrecht gewesen dabei. Sein Kopf schwankt so ein bisschen durch sein Bart. Okay, ja, okay. Hast du ihn und ich schwingt durch sein Bart. Und ich gehe mal davon aus, dass wir hier einen Weg weitergehen. Kurz den Kopf dunk. Ja. Wir lassen den Zwerg so machen. Ja, okay. Okay, also ich ziehe jetzt dann den ganzen Weg die Höhle raus. Hm? Okay. Ihr geht auch die Höhle raus. Hm. Die Höhle ist noch offen. Ja, sie ist nicht verschlossen. Gut, ich gehe raus. Mhm. Wie steht es mit der Sonne? Weil ich weiß jetzt gerade nicht, wie lange wir drin sind. Langsam wird es doch abends, wird schon ein bisschen. Es ist schon etwas dunkler geworden. Mhm. Also, es zwitschern auch keine Vögel mehr, wie schon die ganze Zeit. Ja. Ja, es wird langsam, es dämmert. Wolfsjunge, wenn ich mich recht entsinne, gab es bei dem Haus einen Brunnen. Ich glaube, der Dieb Johnny hat da reingeschaut. War da Wasser drin? Da war nur leeres. Nur ein leerer Brunnen zu sehen. Ein tiefer, dunkler Schacht. Wie zu Hause. Lasst uns meinen Bruder zu dem Haus zurücktragen und ihn wenigstens in eins der Betten legen. Also ich schulter dann. Okay, ja. Bevor er schultert, gucke ich mal, was der noch so an sich hat. Der Zwerg. Der noch lebende Zwerg. Wolfsjunge, wenn du es wagst, meinen Bruder zu plündern. Ich möchte nur, damit du dich nicht verletzt, damit er sich nicht noch mehr verletzt. Und du ihn ordentlich schultern kannst. Okay. Solange er noch lebt, können wir nicht bluten. Also ich möchte seine Sachen nur verwahren. Seine Wertsachen. Taschendiebe. Er hat nur normale Zwergenklamotten. Okay, also er hat mit Zipfelmütze. Keine Waffen oder sowas. Nee. Gut. Okay, dann nehme ich mir auch nichts. Vermutlich verloren oder so. Ja, gut. Okay, also ich habe ihn geschultert und wir gehen jetzt gerade den Berg wieder runter. Wir gehen jetzt den Berg runter, kommt jetzt langsam wieder an dem Hof an. Ist irgendwas anderes da, außer unserer Zerstörung? Hat sich etwas verändert? Also ihr kommt jetzt erstmal an. Ja. Und ich lege die Türstücken beiseite. Von ein Stückchen weiter weg kommt jetzt plötzlich ein junges Mädchen angerannt. Okay. Und ruft, Hilfe! Hilfe! Und ist offensichtlich in voller Aufruhr und kommt zu euch gerade auf den Hof.